Ja, herzlich willkommen hier zu Montagskohle. Wir zeichnen heute wie immer mit Kohle. Dieses Mal auf ein A2-Format, genau. Diesen jungen Knappen hier, das ist die Vorlage. Jetzt, bevor ich überhaupt einen Strich setze, ein kleiner Trick. Und zwar, wenn du ein großes Format hast oder auch vielleicht ein kleines Format, dann hilft es, wenn du einen kleinen Rahmen ins Bild setzt, bevor du überhaupt anfängst. Und zwar gibt dir das eine gewisse Sicherheit, dass du nicht über den Rand hinaus schießt, sondern du hast da wirklich eine optische Orientierung zusätzlich. Es klingt banal, aber es ist wirklich so. Und das hilft dir da, dich besser noch besser im Blatt zu orientieren, andeuten, wo das sein könnte. Man kann das ja auch später ein bisschen wegwischen. Es gibt im Ganzen noch so eine Art Rahmenstruktur, als wäre das Bild schon eingerahmt. Ich muss mich da nicht strikt an den Rand halten. Ich kann da auch ab beim Rand ein bisschen drüber hinaus zeichnen. Davon lebt auch dann die Zeichnung. Das ist ja nur eine Empfehlung, ist ja kein Gesetz hier. Okay, ich zeichne mal grob die Linien weiter. Und wie gesagt, nehmt euch auch wirklich den Abstand, wenn ihr an einer Staffelei arbeitet. Geht ab und zu zurück, regelmäßig zurück. Schaut euch das Ganze an. Lasst euch da ruhig Zeit. Ein paar Sekunden, eine halbe Minute. Kein Stress. Und das hilft euch, die Schulter zu entspannen und natürlich auch die Zeichnung besser zu machen. Und jetzt fange ich schon mal an, so ein bisschen zu akzentuieren mit dunkleren Strichen, damit ich da ein bisschen mehr Gewissheit bekomme und die Zeichnung langsam verbindlicher wird. Und wenn ich da betone, dann mache ich nicht einfach überall die gleichen Striche, sondern ich gehe mit der Form, also mit der Wölbung auch, und setze genau, also gleichzeitig nicht nur die Akzente, wo was sein soll, sondern ich setze auch die Schatten. Und auch hier schaue ich, dass ich das Ganze immer im Überblick behalte und nicht mich da irgendwo festsetze bei einem Detail und da hängen bleibe. So. Ob ich jetzt die Stiefel schwarz zeichne, mal schauen, das entscheide ich dann am Schluss. Hier haben wir noch. Und probiert ruhig verschiedene Schattierungen aus. Muss ja nicht alles jetzt, wie gesagt, mit den Linien gehen, sondern dort, wo es wirklich schwarz ist, wo ihr vielleicht keine Bewegung, keine Dimension seht in den Objekten, vielleicht mit so etwas hier. Das ist eine Grundstruktur legen, so ein Grundrauschen, ein Schattengrundrauschen. Vielleicht dort, wo es stärker ist. Und so könnt ihr auch gewisse Teile wegbetonen, also in den Schatten versinken lassen. Man kann es andeuten, aber es ist nicht deutlich genug, was auch ein Vorteil sein kann, wenn man das Ganze jetzt, wenn ich den Boden und die Füße ein bisschen in einen Schatten eintauchen möchte, kann ich das Ganze in den gleichen Schatten setzen, also in die gleiche Schattenstruktur. Oder hier könnte ich sagen, ja, der Schatten geht ja mit der Bewegung, kann man nachmachen, aber man setzt sich das Ganze ein bisschen so in den Vordergrund und fällt ein bisschen mehr auf, als wenn ich das Ganze in die gleiche Strichrichtung setze. So. Wie gesagt, nur die dunklen Bereiche, da wo wirklich keine Zeichnung drin ist, also keine Details drin sind. Und das ist dann auch ziemlich irrelevant, sondern einfach, dass man weiß, ah, okay, das ist jetzt hier das hintere Bein, das ist das vordere Bein des Stuhls. So, das genügt schon. Und es gibt auch so einen schönen Gegensatz zwischen allgemeinen Schatten und dann diesen detaillierten Schatten. Haben so eine kleine Dualität im Bild, die auch spannend zum Anschauen ist. Da kann sich das Auge da bei den Details verweilen und bei den groben Schatten kann sich das Auge dann dementsprechend entspannen oder
das Ganze locker wirken lassen. Okay, so jetzt mal die linke Hand hier. Wie gesagt, Hände und Gesichter sind somit unter das Wichtigste, wenn man jetzt eine Person zeichnet. Also wenn du da auf ein Bild mit einer Person schaust, dann schaust du wirklich dann auf diese Sachen, also sicher mal auf das Gesicht. Wenn ihr eine gerade Linie zeichnen wollt, dann müsst ihr gerade Linien zeichnen üben. Aber ihr schaut dem Stift nicht beim Zeichnen zu, sondern ihr schaut effektiv, wo ihr ansetzt, dann zum Ende und dann wird durchgezogen, so zack. Und das gelingt euch besser, weil da fokussiert ihr euch nicht auf die Linie, die gerade zu zeichnen, weil das gelingt dann garantiert nicht, sondern effektiv nur auf die Bewegung, die Hand runterzuziehen oder auf die Seite zu ziehen. Also wirklich ansetzen. Hinschauen, wo ihr wollt, und dann durchziehen, und meistens kommt es gut. Auch hier muss man gar nicht die Details zeichnen. Das Auge des Betrachters wird das Ganze dann später schon vervollständigen. Ich mache mir da gar keine Sorgen. Vielleicht noch die Hosen sind ja ein bisschen dunkler als, also ein bisschen ziemlich dunkler als sein Oberteil. Die kann man noch ein bisschen grauer zeichnen. Und in den Schuhen werde ich effektiv dann mehr mit der Kohle Druck ausüben, dass die wirklich dann dunkel werden, schwarz werden. Hier noch der Schatten. In der Ausbildung hatten wir ab und zu einen Tänzer und auch eine Tänzerin, die ihr Repertoire gezeigt haben. Also, und das waren wirklich ganz, ganz schnelle Bewegungen. Vielleicht eine Minute hat er diese gehalten, die Figur. Und dann ging er in die nächste über. Und du musst es wirklich ganz, ganz schnell zeichnen. Und es war eine Hammerübung, also wirklich. Da konntest du dich wirklich nur auf die Bewegung fokussieren und nicht irgendwelche Details oder Proportionen da richtig hinzubekommen. Das ging fast gar nicht, sondern wirklich nur eine Bewegungsrichtung und vielleicht da und dort, wo sich die Muskeln spannen, das zu akzentuieren und fertig ist. Und dann war schon die nächste Bewegung an der Reihe. Klingt ein bisschen stressig, aber war sehr, sehr lehrreich. Kann ich nur empfehlen, wenn man so eine Möglichkeit hat.
also mit Tänzern zu arbeiten, mit Theaterleuten, die effektiv auch Bühnenerfahrung haben, die eine Präsenz haben auf der Bühne oder einfach vor einem Publikum. Das merkst du sofort. Ja, und nicht vergessen, datiert jede Zeichnung, die ihr macht, auch noch, wenn sie so klein ist oder vielleicht auf die Rückseite, wenn es euch zu schade ist, auf die Rückseite des Papiers, damit ihr wisst, wann ihr das gemacht habt, gezeichnet habt, und ihr könnt dann ja, später dann wirklich vergleichen, wie ist der Fortschritt, den ihr da macht. Und es ist auch wichtig, ja, es ist auch lustig zu wissen, wann ihr das überhaupt gezeichnet habt, zum Beispiel Ferienzeichnungen. Kann man die Sommerzeichnungen dann miteinander vergleichen oder dann halt Übungszeichnungen, und das lässt sich dann besser, da kannst du dann besser effektiv deinen Fortschritt tracken, also verfolgen, verfolgen, und ja, fällt manchmal mir auch nicht immer ein, die Zeichnungen zu datieren, aber ich mache es jetzt. Wunderbar. Und ihr seht, das mit dem Rahmen finde ich nicht so schlecht, das gibt dem Ganzen nochmal so eine Dimension, die Figur noch effektiv aus dem Bild heraustreten lässt. Und das funktioniert auch bei wirklich bei ganz kleinen Formaten, einem Skizzenbuch. Ein kleiner Rahmen, es müssen nicht alle vier Seiten sein, es genügt ein bisschen unten oder oben. Und schon bekommt das Ganze so ein gewisses Flair, so eine Einrahmung, ein bisschen eine künstlerische Erhöhung. Ja, ich danke fürs Zuschauen. Mein Name ist Jacek. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Die Montagskohle sicher wieder bis am nächsten Montag. Ansonsten hoffe ich, dass ich diese Woche noch ein Video zu einem anderen Thema herausbringen kann. Mal schauen, Perspektive oder mal schauen. Und ja, mach's gut. Auf bald. Bye bye.